So Leute, und mit diesem Überblick hier heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part und auch zu einer neuen Aufnahme von Overlord 2. Ja, eigentlich wollte ich ja noch gestern zwei Parts ranhängen, aber da ist mir eingefallen, dass der Alex ja noch gestreamt hat gestern. Und da ich ja gestern der einzige Mod war, der eigentlich da sein sollte, weil seine Freundin halt nicht konnte, war alles ein bisschen blöd gestern. Aber das hat auch mit meiner privaten Situation so ein bisschen zu tun, dass ich das so ein bisschen verpeilt habe. Normalerweise vergesse ich das so gut wie nicht, wie nie. Hin und wieder vergesse ich das mal. Aber jetzt durch das ganze Tuvabu habe ich das wohl so ein bisschen verdrängt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fahren wir jetzt fort mit Overlord. Ich habe offscreen ein bisschen was gemacht. Also keine Sorge, ich bin jetzt nicht in der Story vorangeschritten oder was auch immer. Nee, das nicht. Aber ich will es mal so sagen, ich habe unsere Haushaltskasse mal ein bisschen aufgefüllt. Und nicht nur das, ich habe auch unsere Armeen ein bisschen aufgestockt. Das heißt, wir haben ein paar mehr Schergen jetzt zur Verfügung. Ein paar von denen werden wir auch gleich im wahrsten Sinne des Wortes verheizen. Und außerdem habe ich ein paar mehr Wichte getötet. Das kommt auch noch dazu. Ein paar mehr 100. Also ich glaube, wir hatten zum Ende der Aufnahme, ich glaube, knapp über 100, 130 oder so. Und jetzt momentan haben wir, glaube ich, um die 500. Also es sind ein paar dazugekommen. Ich sage auch gerne, warum ich so viele Wichte getötet habe. Das hat nämlich einen einfachen Grund. Die füllen nämlich diese Kristalle des Lichts auf. Ich weiß aber nicht, ob man die später korrumpieren kann. Keine Ahnung. Da bin ich tatsächlich überfragt. So, dann schauen wir mal. Also ihr seht hier schon, wir haben 763 braune Schergen jetzt, also schon eine ganze Menge. Und wir haben jetzt fast wieder 40 Kristalle. Was ist das denn hier? Apokalyptischer Tod. Höhlenrüstung. Ja, da brauche ich die blauen für. Vergrößert eure Schergenhorde und verbessert eure Verteidigung. Und ihr dachtet vermutlich, das sei nur ein Hut. Ja, ist klar. Nee, dafür brauchen wir die blauen schon. Die haben wir aber noch nicht. Der Schnitter, brauchen wir auch schon die blauen. Hexenmeister. Aha, dafür brauchen wir die grünen, okay. Nee, ich würde ganz gerne tatsächlich den Berserker nehmen. Den Berserker würde ich gerne nehmen. Der kostet uns 6000. Wütterich, nee, den wollte ich nicht. Nee, wie gesagt, wir nehmen den Berserker. Dann wird der nämlich geschmiedet, dann haben wir auch eine neue Axt, passend zur Rüstung und dem Helm. Und wie gesagt, das Nachfüllen, das ist wirklich nicht das geringste Problem, also das kriegen wir hin. Alter. Das sind alles Frischlinge, die sich geopfert haben. Ich weiß auch nicht, ob die als Tote zählen, ich glaube aber nicht. Da bin ich mir gerade nicht so sicher, ich glaube, die zählen nicht als Gefallene. So. Und damit hat unser... Huch. Nein. Damit hat unser Overlord jetzt eine bessere Waffe. Noch dazu. Können wir jetzt auch besser austeilen. Oh, hört sich das geil an. Habt ihr das gerade gehört? Alter. Gut. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Gehen wir erst nochmal nach Immerlicht, um nochmal ein bisschen Geld abzustauben. Ich glaube, das lohnt sich gar nicht momentan. Weil, wir können da jetzt momentan nicht sonderlich viel machen. Die Leute, die meisten Leute, glaube ich, die wir dort vorgefunden haben, haben wir schon unterworfen. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir zurück ins Kaiserreich. Da waren wir ja stehen geblieben. Das Kaiserreich ist zäher, aber jeder hat eine Schwachstelle. Das ist richtig, genau. Vulva, Vulva. Der Vorteil ist, den wir haben, im Immerlicht, wie gesagt, dann hatte ich euch ja schon ausgiebig gezeigt, können wir halt die blauen Schergen auch schon nachfüllen, obwohl wir die noch gar nicht haben. Hütet euch vor Damen aus dem Kaiser. Ja, die lassen das Geld schnell verschwinden, stand da, glaube ich, noch so ein bisschen. Mal sehen, wo wir rauskommen. Ist das? Ja, das ist... Ja. Das ist der richtige Standort. Da wollte ich hin. Ich muss jetzt so gerade erstmal kurz wieder einen Einblick kriegen. Übrigens, der Anruf von letztes Mal, das hat sich auch geklärt. Also, da ist auch alles gut. Also, wie gesagt, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Alles in Ordnung. Das war nur eine Bekannte von mir, die nach mir fragen wollte, wie es mir geht. Also, ist alles in bester Ordnung.
Ne? Nicht, dass ihr euch jetzt Sorgen macht. So, den hatten wir ja schon letztes Mal eigentlich gekillt, aber den killen wir jetzt halt nochmal. Die roten, die haben wir sowieso recht selten benutzt, fällt mir ja ein. Das ist aber jetzt ganz gut, dass wir die jetzt etwas intensiver nutzen können, weil da unsere Gegner ja Feuerpfeile einsetzen. Können sie dementsprechend auch Feuerpfeile zurückkriegen, ne? Beziehungsweise Feuerkugeln. Treffen die ihre Ziele überhaupt? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Nee, treffen sie nicht. Dann kommt her. Oh, das wird ungewohnt mit Roten. Das wird ungewohnt. Wobei ich glaube, die Roten helfen uns gar nicht so großartig. Ich werde die Roten mal tauschen gegen Braune. Ich glaube, wir brauchen dafür eher die Braunen. Oder brauchen wir die Grünen? Ich weiß das nicht mehr. Aber ihr seht auf jeden Fall, unsere Portale haben sich ordentlich gefüllt. Auch die Grünen mittlerweile dreistellig. Also hat sich gut was getan auf jeden Fall. So, Freunde, dann wollen wir mal. Es wird mal wieder Zeit für einen Besessenheitszauber. Um unsere Gegner ein bisschen zu ärgern. Ich nehme übrigens einen Tag später auf. An dem Tag, wo die gute Titerin, die wird nämlich nachher noch einen Livestream machen. Die wird dann nämlich The Forest spielen. Da werde ich nämlich mit dabei sein. Nachher. Also ich werde das privat spielen. Ich werde das nicht aufnehmen, aber ich werde das privat spielen. Sie wird das dann als Livestream machen. Ich werde das dann im Nachhinein in meine Gastkommentatoren-Playlist quasi mit reinpacken. Also wo meine Gastauftritte sind. Weil es ist ja ein Gastauftritt. Ich kenne diesen Ort. Er gehört Senator Drearius. Hm. Seine Frau meinte, ich würde mit ihm schlafen. Ich hatte nur gesagt, ich würde es eventuell in Erwägung ziehen, wenn er mir ein Dutzend neuer Sklaven mit rubinbesetzten Hals... Männer, das hier ist unser neuester Rekrut. Er ist ein sogenannter Riese und entstammt unseren Experimenten. Ich meine, unserem zu 100% natürlichen Zuchtprogramm. Oh. Wie ihr sehen könnt, ist er, anders als ihr, ein harter Kerl. Achso, wir selber müssen dann auch ins Zelt gehen, okay. Ist auch interessant, dann müssen wir tatsächlich selber auch ins Zelt gehen, damit wir uns umziehen können. Wie geil ist das denn, ey? Finde ich gut. Oh, jetzt sind wir alle verkleidet. Hoffe ich zumindest mal, oder? Fehlt einer? Nö, es müssten eigentlich alle jetzt verkleidet sein. Jo, da fehlt keiner. Alles gut. Ich fühle mich plötzlich ganz klein. Jo. Das sagst du zu den Schergen, ist klar. Hallo. Nur zu euch, kaiserliche Wache! Hierher, Männer! Mal sehen, ob ihr feigen Faulenzer es mit einem Riesen aufnehmen könnt. Die Schergen sind natürlich voll auf Beef aus, ey. Das ist unglaublich. Ja, ist doch gut. Zum Beispiel dieses Tor hier. Sorgt dafür, dass die Bestie das Tor angreift. Was meinst du, was ich gerade also, mache? Wir müssen wohl noch an seiner Sehkraft arbeiten. Ja, es wäre besser. Mir, Männer, so sieht moderne Kriegsführung aus. Gut, wir sind zum Dienst an den Stadttoren eingeteilt. Abmarsch, und zwar flott. Gut, den hat's erledigt. Kümmern wir uns jetzt um die Wachen. Och, die sind grün, okay. Ja, blöd. Mano, ich wollte die niedermetzeln. Darf ich nicht. Mist. Fällt auch überhaupt nicht auf, weißt du? Die pissen da schön in der Öffentlichkeit. Fällt gar nicht auf, nein. Überhaupt nicht. Undiszipliniert hat in der kaiserlichen Legion, fällt nicht auf. Finde ich gut. Also wie gesagt, ihr seht, wir haben ein bisschen mehr Kohle in der Kasse, also alles gut. Jetzt müssen wir nach und nach diese blöden Wächter auseinandernehmen. Ihr habt den Hauptweg erreicht, ja. Das freut mich. Also hier sind viele, viele Leute unterwegs. Da dürfen wir nicht weiter. Aber ich glaube, da sind noch ein paar Wächter, ne? Ja, genau, da ist ein Wächter.
Der guckt in unsere Richtung, kann das sein? Nee. Ach ja. Ja, ich war. Ja. Ich weiß, wie das funktioniert. Ja, ich weiß, was ich machen muss. Scheiße. Au. Weg hier. Weg. Okay, der ist platt. Ahem. Weg da! Der rennt nämlich alles um. Auch meine Schergen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass sie direkt im Umkreis in Gange sind. Woher sollte ich das wissen? Wo will der denn hin, sag mal? Das hat ja richtig gut geklappt, würde ich mal sagen. Scheiße. Ja, komm. Renn hier schön gegen den Turm. Ja, komm. Wir Zord sind zerrissen. Lasst ihn in Ruhe, der Mann. Der tötet euch. Und er ist schön stumpf. Der rennt gleich einfach nochmal da genau dagegen. Finde ich gut. Scheiß auf die Ausrüstung. Bloß weg hier. Weil der Typ, der ist nicht ohne. Ich weiß gar nicht, kann man ihn überhaupt töten? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, man sollte ihn noch nicht mal töten. Ich weiß das nicht mehr. Ich habe das echt vergessen. So, da sind noch ein paar Leute. Die können wir ruhig töten. Das ist nicht das Problem. Mal die Straßen hier säubern von den römischen Soldaten. Ich selbst werde mich nicht einmischen, weil ich bin als Scharge ziemlich schwach. Aber es scheint so, dass ich mich heilen kann. Seht ihr das? Ich glaube, unser Lebensbalken fügt sich langsam wieder. Also es rennen noch ein paar Soldaten hier rum, aber nicht mehr lange. Ich finde da sogar wieder eine Bogenschütze, die da abhaut. Ja, die besaufen sich erstmal schön. Super. Das sollten sie eigentlich nicht machen, aber es geht auch. Ja, wir haben uns tatsächlich geheilt. Also wir sind wieder voll. Finde ich gut. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Habe ich aber auch ehrlich gesagt nie sonderlich drauf geachtet, als ich das privat gespielt habe, muss ich zugeben. Auch mal gut zu wissen. Aber ich glaube, man merkt auch, dass unsere Schergen mittlerweile echt deutlich besser kämpfen als am Anfang noch. Am Anfang, da haben wir ja, glaube ich, alle nächstlang welche verloren. Und mittlerweile ist es so, dass sie sich echt steigern im Kampf. Die sind ja jetzt Stufe 2 sind sie, glaube ich. Stufe 2, Stufe 3, ich weiß das jetzt nicht genau. Aber ich meine, die waren Stufe 2. Stufe 2? Ja, ich glaube, die waren Stufe 2. Weil das Problem ist halt, jedes Mal, wenn wir diese Aufwertung für die Schergen in Anspruch nehmen, das kostet uns ja ein Fensterkristall. Und ich glaube, die sind nicht so leicht... Ja, was heißt, ich glaube, die sind nicht so leicht zu ersetzen wie die normalen. Das ist nämlich so ein Problem. Die sind nicht so leicht zu ersetzen. Und ja, die muss man wirklich genau, da muss man wirklich genau gucken, wo investiere ich die rein. Na, deswegen, also es ist immer so mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen. Überlege ich gerade, soll ich die eine einfach mal unterwerfen? Ja, komm. Das ist, glaube ich, ja, genau, das ist das Tor zur Kaiserstadt, ja. Gut, ich glaube, die Unterwerfung von denen hier bringt nicht sonderlich viel. Ich will nicht im Elendsviertel enden. Nö, das wirst du auch nicht. Vorher endest du auf dem Friedhof. So, das können wir alles platt machen hier. Ja, wunderbar, die haben noch Ausrüstung dabei gefunden. Da hinten habe ich vorhin schon was gesehen. Und vor allen Dingen, er ist jetzt auch schneller, merkt ihr das? Der schwingt nicht mehr so langsam, der schwingt schneller jetzt. Was tun diese Barbaren? Sie verunstalten meinen Garten. Wachen, kümmert euch darum. Igitt, das ist Rearius. Wenn ich ihn nur sehe, möchte ich mich schon übergeben. Brauchst du nicht. Ihr,
dass sie mir den Schmuck seiner Frau geben wollte? Ja, das ist ein bisschen komisch, ja. Ja, nicht deswegen. Ja, natürlich. Ich werde sie versklaven. Noch besser. Aber erstmal warten wir, bis unsere Kollegen den Katalysator weggebracht haben, beziehungsweise die Kugel. Weil die bringt uns nämlich magische Energie ein. Wo sind die denn jetzt? Ah, da hinten sind sie. Der Kollege, den wir gerade gehört haben, spricht auch bei Elder Scrolls. Ich glaube, bei Oblivion spricht er auch schon einige Charaktere. Ich weiß nicht, welche Rasse. Ich glaube, die Kaiserlichen spricht er da. Ein weiterer Zauberkatalysator, Herr, sucht unbedingt euer Magiezimmer auf und weist ihn einem Zauber zu. Wisst ihr Bescheid, Freunde. Gut, unsere Jungs sind bereits zu uns zurückgekehrt. Ja, den Riesen lassen wir da mal in Ruhe, weil gegen den zu kämpfen ist tatsächlich für Schergen sehr verlustreich. Spreche ich aus Erfahrung, weil ich habe nämlich einmal das Pech gehabt, dass ich durch den alle meine Schergen, also alle 30 Stück, verloren habe. Und das ist kein Witz, also der ist echt eine harte Nuss. Also gegen den sollte man möglichst echt alleine kämpfen oder die Schergen so gut in Sicherheit bringen, dass er da nicht rankommt. So, und jetzt machen wir das, was kein römisches Gebäude mag. Wir zerstören die Säulen. Ich finde das auch so geil, dass wir so einfach durch die Büsche durchrennen können. Als wäre es nix. Tja, ja. So wie man sich bettet, so liegt man, nicht wahr? Die besaufen sich jetzt erstmal schön. Hervorragend. Den Brunnen können wir leider nicht kaputt machen. Ja, lass sie da umherlaufen, das stört mich nicht. So, und die Bogenschützen machen wir jetzt auch eben platt. Kommt zu mir zurück, meine Schergen. Ich mach das lieber mehrmals. Ja, Tötet uns nicht! Tötet uns nicht! Als ich euch Barbaren nannte, habe ich das als Kompliment gemeint. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist der Synchronsprecher von Captain Quark aus Ratchet & Clank. Aus den alten Spielen. Ich weiß es aber nicht. Ich habe aber echt... Die Sänfte. Die Damen in der Kaiserstadt werden von eurer dunklen Gnade... So, die beiden werde ich nämlich nicht töten. Ich werde sie schön versklaven. Das ist für die viel demütigender als der Tod. Danke, mein kleiner Freund. So, jetzt gucken wir uns nochmal um, ob wir hier noch irgendwas finden. Kann ja sein, dass hier irgendwie noch ein Item rumliegt. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen. Ja, fair. Hoppla. Entschuldigung. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, ob hier noch im Garten irgendwo was rumlag. Also ich fand das schon interessant, dass ein Katalysator einfach mal rumlag. Jo! Ihr seid mein Gebiet. Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Ich lüge und betrüge nur für euch, Herr. So soll das auch sein, mein Freund. Danke, ich verzichte. Tötet uns nicht! Tötet uns nicht! Als ich euch Barbaren nannte, habe ich das als Kompliment gemeint. Ja, ja, als Kompliment. Feigling. Es wäre so einfach, sie zu töten, aber es würde keinen Sinn machen. Kann ich eigentlich die Löwenstatuen zerstören? Nö, es wird nichts bringen, okay. Au, 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 Gut, ich glaube, wir können jetzt die Sänfte mitnehmen, um dadurch in die Kaiserstadt zu kommen. Achso, da hätte man gerade die Federn des Vs einsammeln können, oder was? Okay. Auch interessant. Ich bin euer demütiger Sklave. Na, das ist ja auch gut so. Habt ihr nicht vergessen, eine Kleinigkeit für mich zu tun? Nein. Ich habe sie unterworfen. Das reicht. Ja.
zu eurem Sklaven gemacht. Jawohl. Ja. Ich finde das so geil. Dass denen das einfach nicht auffällt, das finde ich so genial. Dass denen das, dass die das einfach nicht mitkriegen, dass das gar keine Menschen sind. Ihr solltet euch vorerst in eurer Herrlichkeit etwas zurückhalten. Haben sie das wieder angestimmt, ey? Ich finde das so geil. Viel tiefer kann man nicht sinken. Wir müssen euch zum Arena-Verlies bringen und dort nach euren Blauen suchen. Der schnellste Weg führt durch das unterirdische Elendsviertel her. In Ordnung. Schließt die Augen, haltet die Luft an und geht durch das Elendsviertel. Der Großteil der Stadt ist durch einen Anti-Magie-Schild geschützt, Herr, damit niemand Magie nutzen kann. Auch ihr nicht. Oh. Es scheint aber so, als ob der Schild, der die Arena und das Elendsviertel schützt, deaktiviert worden sei. Schmuddel sucht zurzeit nach einem geeigneten Ort für ein Portal. Ah, das ist neu, oder? Dann such mal Schmuddel. Währenddessen mischen wir das Armutsviertel auf. Tut mir zwar leid für die Leute, aber so ist das nun mal. Wir sind nun mal das Böse. Und das Böse macht auch vor Armut keinen Halt. Sie sind unnatürlich. Nö. Ich wollte gerade sagen, werdet ihr wohl die Hütte zerstören? Ich glaube, die zu unterwerfen bringt auch nicht wirklich was, weil so viel haben die ja nun auch nicht. Das Problem ist, hier gibt's Gegner. Die sind so scheiße. Hier gibt's Gegner, die sind richtig kacke. Das weiß ich noch. Stimmt, hier war noch ein Haus. Aber das Schöne ist, das Wasser ist so flach, dass sie das gar nicht stört. Genau, das Haus. Also wir müssen sogar die Häuser zerstören. Also es geht auch gar nicht anders, weil sonst würden wir nämlich gar nicht weiterkommen. Die haben sich genau dort niedergelassen, wo wir durch müssen. Was haben wir denn hier noch? Hallo? Kommt ihr woher? So, jetzt das Haus hier platt machen. Genau, pisst euch schön aus. Da steht ja noch ein Haus. Ah, gleich nicht mehr. Platt machen. Tja, warum wohl? Vermutlich sind sie aus dem Arena-Verlies entkommen. Nein. Ich glaube, da hat das Dach gerade ein bisschen rumgebackt. Sagte er, und während ich sein Haus zerstöre. Sehr schön. Ich hoffe, dass ich... Ich hoffe, dass sich die Verluste hier unten in Grenzen halten. Hier gibt es nämlich Gegner, die sind richtig fies. Richtig fies. Ich kann euch auch gerne sagen, warum. Die fressen nämlich. Dieser Dreck ignoriert sie einfach. Genau, die meine ich. Die fressen nicht nur Menschen, die fressen auch Schergen. Ja, einen hat er schon gefressen, du Sau, du Schweinehund. Das machen sie nämlich gerne. Die fressen nämlich gerne meine Schergen, die alte Mistsäue, die Mistsäue. Haben sie mir nämlich immer gerne einen nach den anderen. Da seht ihr das nämlich schon, da geht es nämlich schon los. Die fressen einen nach den anderen, das ist denen so egal. Und die kommen immer wieder. Die fressen und fressen und fressen. Die lassen sich davon nicht stören. Das sind richtige Fresssäcke. Okay, wir kamen relativ ungestört durch, hätte ich jetzt gesagt. Da ist noch so ein Scheißvieh. So. Ich hab einen Schergen verloren. Schäm dich. Gibt's einen neuen? Okay, das war nicht unbedingt die beste Idee gerade. Ich schicke den mal nach Hause. Ich glaube, das ist besser. Bevor die mir hier noch drauf gehen.
Aber hier ist es doch ein bisschen tiefer, als ich dachte. Scheiße, aber hier brauche ich sie. Blöd. Gut, dann sollten wir nicht so viele mitnehmen. Nehme ich ein paar von den Grünen mit, 10 Stück. Nicht zu viele. Ich will nämlich nicht, dass sie alle draufgehen. Das muss nicht sein. Vor allem nicht die Braunen, weil die sind allesamt so gut ausgerüstet. Das wäre schade, wenn die alle draufgehen würden. So, kommt da gleich irgendeine Kröte raus? Ich hoffe nicht. Ich würde so gerne in Nordberg Robben jagen. Ja, warum tust du das nicht? Ah ja, hier geht's weiter. Ich weiß nicht, irgendein Haus war... Ja, das Haus war das. Das Haus werde ich bewusst nicht zerstören. Also einige Häuser werde ich stehen lassen, weil die blockieren nämlich die Frösche. Die, oh Leute, ihr steht mir so im Weg. Leute. Meine Herren verlangen äußerst unangebrachte Dinge von mir. Ich würde zu gern die Könnt ihr mich mal bitte durchlassen? Danke. Hätten die mich jetzt immer noch nicht durchgelassen, hätte ich die getötet, ganz ehrlich. Nur damit ich durchkomme. Dabei ist es so unhygienisch, im eigenen Schmutz herumzusitzen. Mhm. Deswegen duscht man auch normalerweise lieber. Ist hygienischer tatsächlich. Ist zwar nicht so entspannt wie ein Bad, aber... Lass dich nicht in die Arena schicken. Ist ja faktisch so. Da ist der Eingang zum Arena-Verlies. Wer will gratis Zutritt zu den Arena-Spielen? Erlebt die grandiosen Spiele. Aus allernächster Nähe. Kommt herein, wir bringen euch persönlich in eure VIP-Quartiere. Dämonen! Was ist das? Unser Portal. Danke, Schmuddel. Versucht einen Weg dorthin zu finden, Herr. Ah ja. Also hier rennen jetzt nur noch die Armbrüste rum. Tja, warum gehst du nicht zurück? Ne, die Leute werde ich hier nicht unterwerfen. Das Ding lasse ich bewusst zu. Genau, das meine ich nämlich. Genau hier treiben die sich nämlich rum, die Scheißviecher. Siehst du, der eine frisst nämlich schon. Alte Drecksau. So, jetzt kommen da keine mehr raus. Ja, ich habe genau gesehen, dass du einen von meinen gefressen hast. Und du auch, du Drecksau. So, die fressen mir keine weg. Da unten ist ein Fensterkristall, da kommen wir aber leider noch nicht ran, weil dafür brauchen wir die blauen. Habt ihr euch sicher schon gedacht. Und was ihr euch sicher auch gleich gedacht haben werdet, ist Partende. Denn ich glaube, wir haben nämlich gleich schon wieder die halbe Stunde, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, da ist ein Katalysator, da kommen wir noch nicht ran. Da brauchen wir die... Stimmt. Hm. Alter, wie das Ding wackelt. Guckt euch das an. Alter, was machen die da? Ich möchte zurück nach Nordberg. Hilfe! Hilfe! Das war aber ein sehr mitleiderregendes Hilfe. Ja. Und wie man merkt, unsere Grünen fallen um wie nichts Gutes. Weil sie keine geborenen Kämpfer sind. Was aber nicht sonderlich schlimm ist. Denn die Grünen lassen sich einfacher ersetzen, so blöd es klingt, als die... Braun. In ihrer Ausrüstung. Kann jemand mal bitte das Haus platt machen, bitte? Danke. Ach, das können wir sogar selber. Oh, okay, das wusste ich gar nicht. Wir dürfen nicht in die Heilstätten. Tja, fragt sie nur warum, ne? Hat bestimmt nichts damit zu tun, dass ihr arm seid oder so. Nein. Ich weiß, ich bin fies. So muss das ja auch sein für einen Overlord, nicht wahr? Gut, dann haben wir das auch. Haben wir Portale hier in der Nähe? Ja, haben wir. Ja, wunderbar.
Genau, das Blaue, das bleibt noch inaktiv. Das wird sich aber, denke ich, auch bald ändern. Jetzt brauchen wir unsere Freunde, die Braunen, wieder. Wir müssen aber ein bisschen aufpassen, weil die Portale sind leider gefährlich nah am Wasser dran. Ich will nämlich nicht, dass sie ins Wasser plumpsen direkt. Das wäre nämlich ziemlich blöd. Ach, guck mal, die haben schon die Flucht ergriffen. Oh, das ging ja schnell. Feiglinge. Ah, da sind sie. Dann machen wir den Kampf noch und dann ist auch Partende für heute. Die anderen Parts habe ich ja schon hochgeladen, damit ihr wieder... bisschen Vorrat habt. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Overlord 2. Und bis dato würde ich dann nun sagen, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.